Mann-Sachen. Heute zeige ich euch zwei weitere Seiten, auf denen ihr Assets finden könnt. Ich packe beide Seiten zusammen, weil die vom Aufbau ziemlich gleich sind und man auf das gleiche achten muss. Anders wie es jetzt im Unreal Marketplace ist oder auch bei Megascans, sind diese Assets halt generell für alle zugänglich. Sie sind nicht unbedingt direkt für Engine raus exportiert. Quasi jeder kann da alles mögliche hochladen. Viele Sachen sind in der Photogrammetry oder generell haben so einen sehr hohen Pool-Account. Da muss man ein bisschen drauf achten. Ich werde euch auch zeigen, was ich meine. Für die, die jetzt Pool-Account etc. jetzt nicht sagen. Und ich denke, wir fangen mit der ersten Seite an. So, die erste Seite wäre jetzt SketchUp. Die nutze ich auch privat sehr oft. Ich habe auch einige Sachen von mir auf dieser Seite, die man runterladen kann. Der Aufbau der Seite ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Ihr habt hier einen Account. Wenn ihr was runterladen wollt, müsst ihr euch wie bei allen anderen Seiten halt einen Account machen. Und wie gesagt, hier selbst erklären, man kann hier direkt nach Model suchen, verschiedene Kriterien sich auswählen. Auf der Seite gibt es Sachen, die man direkt runterladen kann. Es gibt Sachen, die man kaufen muss. Ja, kann man erkennen, alles mit dem Dollarzeichen ist halt zum Kauf. Und hier dieser Pfeil ist halt der Download. Die Seite an für sich läuft auf Englisch, also wenn ihr irgendwas sucht, tippt es in Englisch ein, da findet ihr eher was, wie wenn ihr es in Deutsch eingibt. Und wir gehen auf Spaß erstmal auf ja, den Kollegen. Da sehen wir schon, der ist hinten offen. Je nachdem, wo wir den platzieren würden, könnte das schwierig werden, wenn hinten ein Loch ist. Ja, man klickt drauf, öffnet sich ein neues Feld. Und ich sehe schon direkt über 5000 Triangles, das ist halt schon echt heavy. Wem das jetzt nicht sagt, kein Problem. Wir können hier Modell inspizieren. Da könnt ihr euch alles angucken. Wir schauen jetzt einfach nicht nach den anderen Texturen und so weiter. Uns interessiert jetzt erstmal nur der Wireframe. Und der ist halt echt heavy. Der ist sehr dunkel. Diese ganzen kleinen Dreiecke, das sind alles ein Polygon. Oder halt ein Triss in dem Fall. Und wir müssen für eine Engine möglichst wenige davon haben. Aber es soll ja schön aussehen. Man muss immer einen Mittelweg finden. Aber das ist halt schon viel zu viel. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder Photogrammetry. Und halt, ja, das ist viel zu viel. Den könnten wir auch in die Engine laden. Das würde funktionieren. Aber auch nur dann, wenn man halt es nur für Bilder machen nutze. Wenn man jetzt wirklich ein Spiel bauen möchte, muss das ja flüssig laufen. Wenn wir ein paar von den Dingern dran haben, kriegen wir vielleicht 10 FPS irgendwann. Weil Engine muss jede Menge dafür rechnen. Oder jemand nimmt sich die Zeit und arbeitet das halt in einem anderen 3D-Programm ein bisschen aus und baked sich daraus eine Normal Map. Aber das wollen wir ja jetzt alles nicht machen. Wir wollen jetzt erstmal ein Asset finden, was halt fürs Spiel geeignet ist. Ich klicke einfach mal durch. Sagt, hier sieht man halt, diese Assets sind halt nicht unbedingt alle für Engine geeignet, das alles Mögliche oben. Wir gucken wieder Inspection, Wireframe, auch wieder viel zu hoch. Man muss hier halt gucken. Das gleiche gilt auch auf der anderen Seite. Man muss die Modelle inspizieren. Vorteil ist, man kann hier alles drehen und wenden auf der Seite und zum Beispiel solche Löcher sehen. Sowas weist halt sehr stark auf Photogrammetry hin. Diese Löcher, ja. Ich melde mich, wenn ich was gefunden habe. So, ich habe was gefunden, was wir nehmen können. Gestaltet sich auch praktisch, da wir für die nächsten Videos planen, Landscapes zu machen. Da können wir ein Häuschen da rein importieren. Ja, mein Haus, das, so wie es aussieht, begehbar ist. Ja, der Wireframe sieht so an für sich auch okay aus. Den können wir nehmen. Jetzt haben wir uns ein Model ausgesucht. Machen wir den erstmal an. Und da war ja das Download-Symbol dran. Dann gehen wir etwas hier nach unten. Und lasst euch hier nicht verwirren. Hier steht halt dran, es ist für Unity und Unreal geeignet. Das hauen die aber bei allem drauf. Selbst bei den Modellen, wo wir vorher gesehen haben, mit den zigtausenden von Polygonen. Sollen die für die Engine auch geeignet sein. Wie gesagt, wenn man Fotos macht oder halt irgendein Video rausrendert, kein Problem. Aber für ein Spiel halt nicht so geil. Und hier dann einfach Download. Wenn möglich und vorhanden, FBX, OBJ ist auch okay. Die anderen ist jetzt für die Engine nicht so gut. Wie gesagt, guckt, ob ihr FBX kriegt oder OBJ. Die können wir einfach runterladen. Und er tut einen ZIP-Ordner runterladen. Ich lade noch ein paar Sachen runter, die wir für die späteren Tutorials brauchen.
und wir sehen uns dann gleich auf der anderen Seite. So, und jetzt wären wir auf der zweiten Seite. Es ist Turbo Squid. Ja. Hier, wir suchen ja 3D-Models. Und hier können wir auch wieder verschiedene Themen aussuchen oder halt auch wieder was suchen. Und wie ihr bei allen seid, müssen wir uns auch anmelden. Ist halt so, wenn man was kaufen und runterladen will, muss man sich anmelden. Ja, auf der Seite. Ich finde die etwas unübersichtlicher wie SketchUp, da man auch die 3D-Ansicht halt nicht interaktiv hat, sondern einfach nur Bilder hat. Und wir suchen einfach mal nach gratis, weil, ja, für die Tutorial reicht das ja erstmal. Je nachdem, was man dann sucht, was man auch ausgeben möchte, ist ja für jeden selbst überlassen und für das Projekt, was man macht. Was auch bei der Seite beachten muss, ich habe jetzt auch hier angeklickt, ich möchte freie Sachen haben, also Sachen, die ich nicht kaufen muss. Aber die hauen einem trotzdem hier noch jedes zweite Ding irgendwie kaufbar rein. Ihr müsst ein bisschen gucken. Ja, dann suchen wir uns erstmal was Schönes. Wie gesagt, da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen. Die Häuser habe ich jetzt erst runtergeladen. Ich suche mal was und ich melde mich dann wieder. So, ich habe hier noch ein Häuschen gefunden. Da mir vorher ein Haus gefunden habe, halte ich es nur für richtig mehr, holen uns auch ein Haus. Es ist kostenlos. Hier einfach draufklicken. Es öffnet sich ein neues Fenster mit dem Modell. Hier unten hat man ganz viele Bilder. Es sind Bilder, die der Ersteller hochgeladen hat. Die können unterschiedlich variieren an Informationen, aber es sollte mindestens ein Wireframe immer vorhanden sein. Ja. Ja, der sieht doch auch ganz gut aus. Nehmen wir auch hier Download. Hier geht halt wieder ein anderes Fenster auf, wo man das jetzt runterladen kann. Calgary 3DS, Free Max. Show all. Haben. Ah, hier haben wir die FBX. Hat ganz schön viele. Nehmen wir die FBX. Ist das nur die FBX? Gut. Ah, hier haben wir die Textures. Die brauchen wir auch, sonst haben wir ja nur das Haus. So, okay, alles runtergeladen. Auf jeder Seite kriegt ihr erstmal ZIP-Dateien, die müsst ihr entpacken. Aber ich glaube, mit ZIP-Dateien sollte jeder in dem Zeitalter umgehen können. Ich entpack das, sortiere mir das in Ordner ein und dann sehen wir uns gleich in Engine wieder. So, zurück in Unreal Engine. Ich hatte euch ja schon mal gezeigt, wie man Assets und Texturen importiert. Ihr müsst halt im Hinterkopf behalten, wenn ihr diese beiden Seiten benutzt, die Assets, die ihr da findet, sind halt nicht unbedingt direkt für die Unreal Engine exportiert. Sprich, gerade bei den Texturen kann es vorkommen, dass das halt nicht gepackt ist und nicht so ist, wie ich euch das am Anfang gezeigt habe. Dass ihr alles einzeln kriegt und dass sie eventuell ein bisschen anders benannt sind. Als Beispiel mal, ich habe mir diesen netten Alien runtergeladen. Und man sieht hier schon, das waren die Texturen, die alle mit dabei sind. Okay, so jetzt einmal als Beispiel, wie halt sowas einsehen könnte. Ich habe hier verschiedene Texturen. Die sind jetzt halt nicht so benannt, wie ich das kenne. Ich weiß auch nicht, was ich der Vorgeber gedacht habe. Ich kann ja den Künstler schlecht fragen. Der ist ja für mich nicht erreichbar. Müssen wir jetzt einfach durchgehen. Okay, ich habe hier eine Albedo. Albedo nennt sich auch ab und zu. Die Albedo ist die Base Color. Ab und zu nennen sie auch Leute Diffuse. Ist auch ganz praktisch. Wir fangen damit immer an. Ich nutze den Base Color immer ganz gerne, um einfach zu gucken, wo was ausgekeyt wird. Und sehe schon, okay, Farbe ist jetzt halt, sieht sehr unfarbig aus. Ich habe hier Maskierung, Panzer, ja, Füße, Zähne. Scheint ja schon mal nicht unsere Base Color zu sein. Metallic würde ich ausschließen. Normalerweise sind ja Zähne und so weiter nicht Metallic, würde eventuell für nur Schild Sinn machen. Könnte Specular sein, könnte die Roughness sein. Ich würde es jetzt vom Gefühl her erstmal in die Specular packen. Normalerweise macht man die Roughness nicht so extrem. Okay.
Okay, ich habe hier ein. So, okay. Die nächste ist einmal die Emissive. Okay, Emissive kenne ich auch. Ich möchte zur Kontrolle aber trotzdem erstmal gucken, was es ist in der Base Color. Seit ich nutze die Base Color generell einfach zu kontrollieren. Okay, es sind die Augen. Das macht Sinn, dass er leuchtende Augen hat. Emissive ist ja selbstleuchtend. Das sehe ich ein. Nein, weg. Das sehe ich ein, dass das funktionieren könnte. Ah, hier haben wir unsere Albedo mit Farbe. Mit Farbe können wir generell nicht viele Kanäle machen. Emissive funktioniert mit Farbe und Base Color funktioniert mit Farbe. Die anderen sind jetzt schwarz-weiß, bis auf die Normal. Das ist ja hier unser schönes Blau. Hier lässt sich auch zum Glück nicht leicht mit irgendwas verwechseln, weil man selten ein komplett blaues Mesh hat in der Farbe. Ist nicht unmöglich, aber sehr unwahrscheinlich. Dann haben wir Occlusion. Das wird wahrscheinlich die Ambient Occlusion sein. Aber zur Kontrolle packe ich die einfach wieder rein. Und ja, nur die schiefen Stellen sind ausgeschattiert. Das ist eine Ambient Occlusion. Das stimmt. Das kommt da rein. Dann haben wir eine Specular. Aber ich sehe schon, auf dieser Specular ist Farbe drauf. Es funktioniert eigentlich nicht. Wie gesagt, eine Specular und eine Roughness funktionieren in Schwarz-Weiß. Und Lila ist nicht Schwarz-Weiß. Ja, ah, hier sind, hinten ist etwas Violettes auf dem Panzer dazugekommen. Das funktioniert erstmal so, wie der Aufbau von dem Shader ist, nicht. Wir haben unsere Farbkanäle belegt. Ja, wir haben halt unsere Farbkanäle belegt. Den können wir jetzt erstmal, ja, weglassen. Den kriegen wir so nicht unter. Dann bleibt halt nur noch die Specular übrig. Aber die habe ich ja jetzt schon frei verlegt. Dann schaue ich mir mal an, was die ausgeht. Vielleicht müssen wir ja was verschieben. Das könnte tatsächlich als Specular genutzt werden. Als Roughness sieht das jetzt, sieht unpassend aus. Dann tausche ich das jetzt aus. Wobei das halt auch eine sehr ungewöhnliche Roughness Map ist, weil es halt direkt schwarz und weiß ist. Normalerweise hat man verschiedene Graustufen drinne. Aber ist ja auch ein Cartoon-Charakter, da kann man darüber hinwegsehen. So, wir haben unsere Texturen verteilt. Unser Modell sieht ja an für sich so aus, als wäre das so gewollt. Ja, die Textur ist halt übrig. Wie gesagt, die Sachen sind ja nicht explizit für die Unreal Engine gemacht worden. Wer weiß, wofür die Textur eigentlich gedacht worden ist. Ob ich die auch wirklich so verteilt habe, wie sie sollten. Wie gesagt, der Dude funktioniert. Das ist alles, was wir wollen. Wir müssen einfach akzeptieren, wir haben hier was übrig. Wir können eventuell später in einem Tutorial nochmal bei ihm vorbeischauen und gucken, ob wir diese Textur nicht mit unserer Diffuse oder mit unserer Emissive verbinden können, dass wir die quasi miteinander mischen können. Aber das ist eine Sache für ein anderes Kapitel, wo wir uns ein bisschen mit beschaffen, was man jetzt so alles auch noch mit Materialien anstellen kann. Weil die kann man auch direkt so noch ein bisschen manipulieren. Aber das war anders. Wie gesagt, das war's jetzt für dieses Tutorial. Ich habe euch jetzt erstmal alle Seiten gezeigt, wo ihr euch Sachen besorgen könnt, die ihr selber nutzen könnt. Es gibt garantiert noch mehr Seiten, aber ich privat nutze nur diese und kenne auch nur diese. Und es wäre ja irgendwie schwachsinnig, wenn ich euch was vorstelle, was ich ja selber nicht mal genutzt habe. Ist irgendwie ein bisschen blöd. Falls ihr irgendwelche Fragen habt jetzt zu diesem Tutorial oder halt wollt irgendwas zu Unreal Engine wissen oder so, fragt mich ruhig. Vielleicht kann ich euch ja weiterhelfen. Oder wenn man halt auch Probleme hat, wie man jetzt aus den Texturen, die man sich runtergeladen hat, irgendwas zusammenbastelt. Ich helfe euch gerne. Ihr müsst mich nur anschreiben. Links sind alle unten in der Beschreibung. Ihr könnt mich auch gerne auf Discord anquatschen. Dafür ist der ja da. Falls sich der eine oder andere auch inspiriert fühlt, irgendwas in Unreal Engine zusammenzubasteln und ein paar schöne Fotos zu machen, auch kein Problem. Wir haben High Resolution Screenshot. Dann machen wir vielleicht F11 für Vollbild. Wer die Taskleiste noch raus mit, hat dann halt auch die optimale Größe für ein HD-Bild. Und einmal lächeln. Und dann haben wir das gleich hier in einem Ordner drin. Und ihr könnt mir das auch über Discord schicken. Bin mal gespannt, ob sich jemand inspiriert dazu fühlt, irgendwas zu basteln.
Ja, und das war's jetzt für dieses Video und ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Bis später.